Ich habe es gesagt, Spaß ist relativ, Tuning ist es aber auch. Wir treiben das Thema jetzt auf die Spitze. Wir gehen nach Nardo, da geht es um Rekorde, um Grenzen, um die Marke Ü300. Spannung liegt in der Luft. Auto, Motor und Sport und Pirelli laden ein zum Hochgeschwindigkeitsturnier im süditalienischen Nardo. Mit dabei sind zwei Kleinserienhersteller und vier Tuner. Alle mit dem Ziel, die 300 Kilometer pro Stunde Marke zu übertreffen. Es gibt sicher eventuell in den USA noch Möglichkeiten, aber die europäische Autoindustrie, die gibt sich hier die Tür in die Hand und alle sind vertreten. Und selbst die anderen, also Amerikaner, Japaner, Koreaner, kommen alle auch hierher, weil das eine ganz jahrestaugliche Teststrecke ist. Das Besondere an der 12,5 Kilometer langen Kreisbahn ist die Überhöhung. Sie ermöglicht ein nahezu seitenkraftfreies Fahren, auch bei Geschwindigkeiten jenseits von Tempo 250. Getestet wird wegen konstanterer klimatischer Bedingungen nachts. Als erster Kandidat legt der SL65 AMG V12 Biturbo schon mal einen respektablen Wert vor, 338 Kilometer pro Stunde. Zweiter Teilnehmer ist der Brabus Maybach SV12 in der Kurzversion, 2,7 Tonnen schwer. Mindestens 300 soll die rollende Luxus-Lounge für gut 500.000 Euro schaffen. Das zumindest verspricht man sich bei Brabus vom 640 PS starken Antrieb. Das Ergebnis zufriedenstellend, 314 Kilometer pro Stunde. Weiter mit dem K500, ein Audi A8 mit Kompressoraufladung und 500 Pferdestärken von MTM. Firmenchef Roland Meyer versucht mehrmals vergeblich, die 300 km/h-Marke zu durchbrechen. Die per GPS ermittelte Höchstgeschwindigkeit bleibt nach mehreren Durchgängen mit unterschiedlichen Reifen und Felgen gleich. Die Elektronik regelt wegen zu heißer Ladeluft stets bei exakt 297 km/h ab. Und das ist der Favorit der diesjährigen Highspeed-Events, der Porsche 9F V400 vom Tuner 9FF. Also wir haben hier bisher genau 20 Kilometer erprobt und deshalb kann ich noch gar nicht so ganz viel sagen. Ich hoffe, dass wir so schnell fahren wie beim letzten Mal, dass wir 370 erreichen. Wenn wir schneller sind, ist gut. Wird der 843 PS starke Porsche einen neuen Rekord aufstellen und die 3 Jahre alte Bestmarke von 374 Kilometer pro Stunde des MTM B-Moto knacken? Nach einigen Runden gibt Jan Fatthauser bei immerhin Tempo 334 auf. Die Aerodynamik macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Scheinbar waren die Kräfte auf dem Flügel so groß, dass wir so viel Abtrieb hinten hatten, dass er vorne leicht geworden ist und dann wird er einfach unruhig. Hat also die Spoilerhalterung verbogen und der Spoiler ist gebrochen. Nach dem gescheiterten Favoriten setzt ein Außenseiter zum Höhenflug an. Der Golf R32 Biturbo von HGP mit 556 PS. Ein Beweis seiner Kraft hatte der HGP-Golf schon gegeben. Von 0 auf 100 beschleunigte er in 3,7 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit? Na bitte, 321 km/h. Bravo. Noch einmal greift MTM-Chef Roland Meyer ins Lenkrad, diesmal bei seinem RS6 Clubsport. Der sportliche Kombi mit Schalensitzen und Überrollkäfig hat gegenüber dem Serienmodell 300 Kilogramm abgespeckt. Eine martialisch anmutende Fahrmaschine mit 570 PS Leistung. Das Ergebnis der Datensicherung, 313 Kilometer pro Stunde. Andi Bovensiepen, Junior im Hause Alpina, geht nun mit seinem B7 in den Kreisverkehr. Der exklusive Siebener hat einen 4,4 Liter V8 mit Kompressor und 500 PS. Völlig gelassen legt er seine Bestmarke hin, 311 km/h.
Dieses Jahr gab es beim Auto-, Motor- und Sport-Highspeed-Test übrigens eine Premiere. 6 Leser konnten im Rahmen einer Fahraktion mit ihren eigenen Fahrzeugen die Teststrecke erleben. Nach einigen Einführungsrunden als Beifahrer bei Testchef Otto Hofmeier ging's los. Und ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. 4 Runden in Nardo, 50 Kilometer Vollgas. Wo kann man das sonst erleben? Entsprechend gelöst war dann die Stimmung